Lieber Herr Kollege, vielen Dank. Ich grinse ja immer ein bisschen verschämt. Ich kriege zwar das Lob jedes Mal, aber ich sage auch immer, deswegen geht man auf Vortragsreise. Zu Hause kriegt man das Lob nicht. Und insofern sehen Sie, schon ist das Eis gebrochen. Ich will das Eis nochmal mit zwei allgemeinen Vorbemerkungen brechen. Erstens ist die Universität zu Köln prädestiniert, solche Vorträge zu halten. Sie sehen hier, ich hoffe, es ist ein bisschen schwach, das Logo, sagt man ja modern, der Uni, die heilige Mutter und die drei heiligen Könige, ich sage immer die alleinerziehende Mutter und drei Sozialarbeiter. Eine macht Beratung, eine Fallsteuerung, eine Netzwerkbildung. Da ja, sind wir mitten im Sozialraumthema. Das zweite Vorbemerkung ist, die PowerPoints sehen schlimmer aus als das gesprochene Wort. Aber ich bin sicher, weil wir das geprüft haben, es gibt ein Buch, das heißt die schlimmsten 200 Schaubilder der deutschen Wissenschaft und kein einziges unseres Lehrstuhles ist drin. Da ist man relativ stolz. Trotzdem, es fängt etwas heavy an. Sie werden sehen, wir schwimmen uns frei. Ich will Ihnen gleich sagen, worauf ich hinaus will. Genossenschaft ist für mich eine Form, in der sich das menschliche Dasein zum Ausdruck bringt. Es ist passend zum menschlichen Wesen. In der Genossenschaft drückt sich das Potenzial des Menschen als ein Sozialwesen aus. Auf der anderen Seite ist es ein Generator. Erst in der Genossenschaft werden wir zu dieser personalen Qualität. Das ist der erste Punkt. Das wird sich alles konkretisieren. Wir können auch irgendwann sehr, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus der Bochum, also das Kulturzentrum, aus der Arbeiterschicht, wir können auch ganz anders sprechen, aber ich komme ja erstmal als Körperschaftsbeamter des Landes Nordrhein-Westfalens. Zweitens, das haben schon viele, nicht kitzeln. Ja. Ich kitzel ungern. Aber jetzt. Ja, der Abend wird nur lustig. Aber erstmal, harte Terminologie ist aber wichtig. Das wird sich konkretisieren. Sie brauchen nicht wirklich Angst haben. Ausgangspunkt, so exotisch wie es für Praktiker des Genossenschaftswesens klingt, ist die Gabe. Denn Genossenschaft ist eine freiwillige, selbstorganisierte Gesellung von Menschen zur Deckung des Bedarfs auf Gegenseitigkeit. Im Ausgangspunkt ist die Gabebereitschaft. Ich bin bereit, etwas zu geben. Und erst dann, und das ist im Sinne von Kant, transzendental meint nicht der transzendente Gott, also die Evangelien müssen weggucken, es meint, wie ermöglicht sich überhaupt Gegenseitigkeit, indem einer beginnt. Einer muss den Aufschlag machen, wie im Tennis. Und dann kommt Return und dann geht das Game los. So ist das gemeint. Erst von der Gabe kommt man zur Mutualität, also Mutualismus, die Gegenseitigkeit. Jetzt kommt es richtig laut, ne? Oder auch anders. Reziprozität ist ein anderer Begriff, eben diese Wechselwirkung von Geben und Nehmen. Und das ist die Grammatik. Grammatik meint das System der Regeln, nach dem gelingendes Miteinander funktioniert. Dritte Ausgangsposition, ich gehe von dem Begriff der Person aus. Personalität meint mehr als das abstrakte Individuum. Ich sage immer, der Mensch ist kein Atom, er ist ein Molekül. H2O, zwei Eltern, ein Kind. Von mir aus auch zwei Väter und zwei Mütter, Papst ist wieder anderer Meinung. Der hat nur Angst, dass er ermordet wird, wenn er zu liberal ist. Haben wir ja schon alles gehabt. War das jetzt schlimm? Nee, ne? Personalität meint eine Gestaltwahrheit. Und meine Damen und Herren, ich beginne wirklich mit Metaphysik. Das ist die alte aristotelische Metaphysik. Kommt das Wesen des Menschen zu seiner Form? Drückt er sich optimal aus? Das nennt Goethe eine Entelechie. Aus dem Samenkorn wird eine Blume oder ein Baum. Das ist der Ausgangspunkt. Was ist eigentlich die Form, in der sich das Menschliche am besten ausdrückt? Zur Wahrheit kommt. Nicht im Sinne einer empirischen Richtigkeit, sondern im Sinne einer Daseinsqualität. Und das ist modernes Naturrechtsdenken. Das werden wir gleich noch sehen. Das sind so die abstrakten Annahmen. Das können Sie alles nachlesen, aber nach diesem kurzen Hinweis auf Abgehobensein. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung. Heute in der Podiumsdiskussion Genossenschaften als Kinder der Not. Ja, das menschliche Dasein ist ein soziales Drama. Dieses Bild von Grosch nutze ich immer wieder, sehr gerne. Ohne Titel brauchen wir auch nicht. Das Datum sagt sehr viel. 1920, zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, nach Verdun.
Das sind immer noch die Fragen, die uns heute beschäftigen. Was sehen Sie? Sie sehen nicht das, was Mitscherlich meinte mit Überwindung von der Unwirklichkeit der Städte. Es ist eine entfremdete urbane Situation, der Architekturstil von Bürokratie, von industriöser Umwelt, das Emissionsproblem sehen Sie. Aber der Kern ist das isolierte Individuum. Es ist gar kein Individuum. Es hat nämlich kein Gesicht, keine Nase, keine Augen, keine Ohren. Also all das, was uns individuell ausgestaltet. Psychoanalytiker würden sagen, es ist eine Depersonalisierung, der Verlust der Personalität. Ja, seit Marx nennen wir das Entfremdung. Der Selbstverlust, aber auch die Entfremdung zwischen Umwelt und Individuum. Auch Disabilities sehen Sie natürlich, aber das ist nur eine Signatur. Sie könnten auch Demenz nennen oder Langzeitarbeitslosigkeit oder chronisch Kranke, die ausgegrenzt werden. Und letztendlich ein Stück Absurdität in dieser symbolistischen Sprache, die mit eingebaut ist. Grosch hat über sein Leben sehr viele Stilelemente gemischt. Dieser irrsinnige Quader, der keine Funktion hat. Auch das gehört zum menschlichen Leben, ein Stück Absurdität. Wir sind noch ein Stück weg von der Genossenschaftsidee, aber das ist die Herausforderung. Worum geht es denn überhaupt, dass das Leben gelingt und wir nicht dran scheitern? Am Ende des Lebens rückblicken, individuell oder auch kollektiv, am Ende eines Jahrhunderts. Wir sind an den Entwicklungsaufgaben gescheitert. Jetzt wird darum gehen, welche Rolle die Genossenschaft spielen kann, in einem breiteren soziologischen Sinne, nicht eingezwängt in eine deutschrechtliche Rechtsform. So wichtig sie ist für die Abwendung und Prävention für Insolvenzen, aber es geht um was grundsätzlich Anthropologisches. Deswegen komme ich von dieser Anthropologie über eine gewisse rechtsphilosophische Überlegung schon zur Gesellschaftsgestaltung auf personalistischer Grundlage. Und ich fordere Sie zunächst mal heraus, sehr grundsätzlich zu denken. Im Völkerrecht, dem wir positiv beigetragen. Ich könnte Ihnen sagen, wie viel uns das kostet mit barrierefreien Investitionen und so weiter. Das ist kein Klimbim. In beiden Präambels der UN-Rechtskonvention Grundrechte der Kinder und Grundrechte von Menschen mit Behinderung finden Sie den Begriff Dignity, die Würde, Artikel 1 unserer Verfassung. Ich nutze die englischen Begriffe, weil sie präziser sind als die bewusst wohl politisch weichen Übersetzungen. Inherent und unalienable. Inherent heißt, es ist etwas in ihrem Inneren, ja, das ist ihr Wesen. Die Würde gehört zum Wesen des Menschen, das ist modernes Naturrecht. Die Würde gehört zum Wesen des Menschen. Und jetzt kommt die Frage, entfaltet sich das Wesen zur sozialen Wirklichkeit? Findet es eine Form, in der sie sich optimal ausdrückt? Und unalienable, weil Alienation ist Entfremdung, es ist unantastbar, es ist tabu, es steht nicht zur Diskussion. Heute schon in dem Workshop, da waren aber nicht alle dabei, ich komme später nochmal drauf zurück, ist das der Capability Approach bei Zen und Martha Nussbaum. Capability ist ein Wording Game. Sie nehmen Abilities, also Fähigkeiten, Sie müssen investieren in die Fähigkeiten der Menschen und Sie müssen investieren in Capacities. Nehmen Sie Cap und Ability, haben Sie Capability. Sie müssen in Umwelten investieren, Umwelten des gelingenden Lebens und in die Person. Beides steht in einer wechselseitigen Einheit. Das werden Sie gleich im Laufe des Vortrages sehen. Ich will zunächst etwas rechtlich werden. Schauen Sie sich mal den Paragraph 1 des Sozialgesetzbuch 1 an. Für die nicht sozialpolitisch Gebildeten, und wir haben unser gesamtes System über 12 Sozialgesetzbücher organisiert, 1 ist das Übergeordnete. Und Paragraph 1 des ersten Sozialgesetzbuches muss ja was Besonderes sein, sonst wäre es nicht der erste Paragraph. Und da steht drin, der ganze Sinn dieser sozialstaatlichen Veranstaltung sei es, soziale Dienstleistungen und Schutzsysteme zu entwickeln, damit der Mensch im Lichte sozialer Gerechtigkeit, das steht im Gesetz, sich frei entfalten kann im Lebenslauf. Das ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund Artikel 2 Grundgesetz. Sie haben ein Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Komma. Ich sage immer böse, die FDP zitiert nur bis dorthin. Individualismus, ja klar. Sofern es nicht sittenwidrig ist. Das heißt, alle haben das gleiche Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Wie können wir uns also uno acto, im gleichen Zeitraum, im gleichen Raum, alle gemeinsam frei entfalten? Das Menschenbild, das sagt tausende Seiten Staatsrechtslehre, ist kein individualistisches. Das Menschenbild der deutschen Verfassung ist ein kooperatives. Alle gemeinsam sich frei entfalten können.
Ich komme gleich auf Kants Sittengesetz zurück. Denn das ist, wir wissen das aus der Exegese der Verfassungsbildung der Väter und Mütter, es waren auch ein paar Frauen dabei, das zweite Gesetz von Kant, das Sittengesetz. Artikel 1 ist nach Kant formuliert der kategorische Imperativ. Der Mensch ist immer nur Selbstzweck, nie Mittel zum Zweck. Das ist die Würde. Sie dürfen nicht instrumentalisiert werden, sie dürfen nicht funktionalisiert werden, sie dürfen nicht missbraucht werden für irgendwelche Zwecke. Hans Joas hat das die Sakralität der Person genannt. Das geht auch auf Böckenförger, der Staatsrechtler und andere zurück. Es gibt heilige Voraussetzungen des säkularen, also von Religion streng getrennten sozialen Rechtsstaat. Die Würde ist das unbedingte Axiom. Darüber diskutiert man, ist Tabu. Tabu ist ein Begriff aus der melanesisch-polynesischen Ethnologie und sagt, heilig, nicht beschmutzbar, diskutieren wir gar nicht rüber. Schluss der Debatte. Auch Demokratie hat ihre Werte, die wehrhaft zu verteidigen sind, die nicht zur Disposition gestellt werden. Dann haben Männer 100% Würde, Frauen 50% und Asylanten keine. Das ist nicht so gedacht. Erst vor dem Hintergrund merkt man die Heiligkeit, die Werthaftigkeit von so profanen Aspekten wie Artikel 20. Wir sind ein sozialer Bundesstaat, also ein föderal geordneter Staat, aber ein sozialer Bundesstaat, also Sozialstaat als Materialisierung des Rechtsstaates. Nur der Rechtsstaat ist Akteur, der Sozialstaat ist seine Form. Oder Artikel 28, da komme ich drauf zurück, kommunale Daseinsvorsorge, wo Genossenschaften oft eine große Rolle spielen. Wohnungsbaugenossenschaften als Partner der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung oder Kreditgenossenschaften, extern Stakeholder orientiert als Partner in der Regionalvitalisierung. Wir selbst in Köln, das heißt nicht wir, ich bin ja nie da im Lehrstuhl, Blume Dres zum Beispiel, über lange Zeit eine kleine Genossenschaft in der Eifel begleitet, die über Förderbilanzvitalisierung mehr kommunale Sozialpolitik macht als der Kreis. Das ist genau das, worauf wir letztendlich profanisiert etwas zurück wollen. Das Ganze ist, meine Damen und Herren, nicht einfach eine Frage nationalen Rechts. Nur mal rausgegriffen, ich habe das Völkerrecht angesprochen. Das ist faszinierend, was dort vorgegeben ist an Capability, Investition in grundrechtsorientiert, in Personen und ihre Umwelten, damit das Leben gelingt, damit wir unser Wesen entfalten können. Aber auch in dem Europäischen Unionsvertrag und den Ausführungsbestimmungen AIUV zum Europäischen Unionsvertrag. Das ist eine der intellektuellen Schwachstellen der Europäischen Linke, die immer nur sagen, Europa ist ein Binnenmarkt und neoliberal ist überhaupt nicht neoliberal. Erstens ist es eine kafkaistische Regulationsbürokratie, aber im Kern ist es auch ein Sozialmodell. Wir haben beispielsweise in Bezug auf Artikel 3 Absatz 3, Europa ist eine soziale Marktwirtschaft. Allerdings steht drin, wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft. Durch die Aufnahme der Grundrechtscharta von Nizza aus dem Jahre 2000 in der Lissabonner letzten Version ein Grundrecht, Artikel 36 Grundrechtscharta, ein Grundrecht auf freien Zugang zu den sozialen Dienstleistungen. Ein Grundrecht auf freien Zugang zu den sozialen Dienstleistungen. Das ist etwa das, was wir in Artikel 28 Grundgesetz kommunale Daseinsvorsorge nennen. Das sind nicht nur die Public Utilities, Wasser, Abfall, Verkehr, Telekommunikation, Energie, das ist auch Wohnen, Pflege, Bildung, Rehabilitation, medizinische Versorgung. Also über das ganze Mehrebenensystem, transnationales Recht, europäisches Recht, Verfassungsrecht, Sozialrecht, das Recht hat eine ungeheure ästhetische Architektur. Wir leben es nur nicht perfekt. Das ist eben die Frage der Ausschöpfung unseres Potenzials. Zwischenfazit mit einem Schaubild, das an Andreas Kruse angelegt ist. Das haben wir heute auch in dem Workshop sehr gut diskutiert. Die doppelte Dimension der menschlichen Personalität. Einerseits sind wir ich. Ja, natürlich. Das hat ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern das unterscheidet uns von den Tieren. Tiere haben ihre Existenz zu fristen. Menschen haben ihr Dasein zu führen. Ich habe mein Dasein zu führen. Sinnorientiert, erfüllend, mit einem Anspruch auf Wahrheit. Selbstbestimmung, Selbstständigkeit ist das Erste, was ein Kind lernen muss, wenn es seelisch gesund aufwachsen muss. Aber dann
die Weltbezogenheit. Sie müssen Mitverantwortung tragen. Der Mensch ist immer nur in der Rolle des Mitmenschen, so hat das Karl Löwitt genannt. Er muss teilhaben können, also im Modus der Teilhabe selbst sein. Und dann ein besonderes Problem, die Folien sind auch aus anderen Vorlesungen geklaut, betrifft uns nicht so stark, die Annahme von Hilfe, dass man im Alter die souveräne Leistung zeigt. Ich bin eben nicht der maskuline Held und kann es alles alleine, sondern ohne Kastrationsgefühl, ohne narzisstische Kränkung zu sagen, ja, ich bin auf dich als andere angewiesen, ich brauche deine Hilfe, obwohl wir schon nah an der Genossenschaftsidee sind. Wir sind immer nur relativ autonom, relational, wir sind immer nur in sozialen Relationen, ein Selbst, ein Ich. Und Abhängigkeit gehört zur Freiheit, weil alles andere ist doch eine Fiktion. Deswegen, Personalität ist immer Sein in Partizipation am Gemeinwesen. Da sind wir ganz nah an der Genossenschaftsidee. Das Ganze mag so metaphysisch klingen, wie es ist. Metaphysik ist Teil der Wissenschaften. Es gibt immer Wissenschaften, die sich nicht in irgendwelchen empirischen Statistiken ausdrücken, sondern eine Reflexion über die Struktur des gesamten menschlichen Seins darstellt. Ist aber notwendig, um die empirischen Befunde auch mal zu ordnen. Wir sind beim Sozialraumgedanken. Was ist Sozialraum? Sie müssen den Raumbegriff entphysikalisieren. Das ist nicht immer nur der Container, wie in diesem Raum, Wände, Decken und so weiter, ein definierter Raum mit Fluchträumen. Ich weiß immer, warum man links und rechts sitzt, dann kann man früher raus. Das ist es auch. Und darauf fokussiere ich auch gleich das örtliche Dasein. Da sind wir schon fast am Regionalprinzip des Wirkkreises, der Genossenschaften. Aber auch Social Media kann ein Raum sein. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, wie wichtig das Telefon oder Skypen für das Generationenmiteinander ist. Und das hat nichts mehr mit Örtlichkeit zu tun. Sozialraum ist eigentlich ihr Social Capital. Und Social Capital ist der Ertrag der Investition in Netzwerke. Was ist denn der? Das klingt so ökonomistisch, gar nicht so gemeint. Was ist der Ertrag von sozialen Netzwerken? Social Support, also Unterstützung, soziale Unterstützung, Rollenangebote, da sind wir beim bürgerschaftlichen Engagement beispielsweise, Orte der sozialen Integration statt der Ausgrenzung. Netzwerke ist unser Leben, das ist unser Sozialraum. Der Sozialraum sind eigentlich diese Bindungskräfte des Miteinanders. Das spielt sich in einem physikalischen Raum oft an. Oder manches geht nur leiblich in der Berührung, im Tasten, aber nicht nur. Also Sie sehen, ich eier so ein bisschen rum, in der Wissenschaft nennt man das Oszillieren, aber es ist nicht ganz leicht zu fassen, dieser Raumbegriff. So, worauf will ich fokussieren? Ich will nachher auf die Rolle der Genossenschaftlichkeit in der Generierung vernetzter Lebenswelten entwickeln. Kann die Gemeinde unser Raum sein, wo wir Personen sind, wo wir uns selbst entfalten im gelingenden Miteinander? Und das sind dann Kohärenzorte. Die Begriffe benutze ich bewusst, nicht arrogant, weil der Begriff der Kohärenz kommt aus der Gestaltpsychologie und aus der humanistischen Psychologie und meint, sie erleben etwas, was Gestaltqualität für sie hat. In der Gesundheitsförderungsforschung von Antonowski meint Kohärenz, sie haben das Gefühl, die Welt ist verstehbar, sie ist sinnhaft und sie ist handhabbar. Wenn sie das nicht fühlen, entwickeln sie Ohnmacht. Dann zieht man ihnen den Boden unter den Füßen, die Fälle schwimmen weg, das sind so Formulierungen, Metaphern in jedem qualitativen Interview biografischer Art. Kohärenz heißt, es ist ihre Welt. Sie haben einen Ort in dieser Welt. Sie erleben ihren kommunalen Ort als einen Ort ihrer Personalität, eine Erlebnisgeschehensordnung, ein Begriff von Hans Thome, ein berühmter Entwicklungspsychologe aus Deutschland, der zum Ausdruck bringt, das ist meine Welt, in der ich gestellt bin, in der ich geworfen bin, würde Heidegger sagen, aber in der ich mich auch freigeschwommen habe und die zu meiner Welt wird. Das ist wichtig für die Genossenschaftsidee. Und ich meine das nicht so romantisch, sondern anthropologisch, von der Möglichkeit des genossenschaftlichen Denkens, dass der Mensch seine Form findet, in der er sich zur Wahrheit bringt. Telos der ganzen Geschichte, und das ist sehr nah an Paul Tillich, den großen evangelischen Theologen des freiheitlichen Sozialismus, sehr stark von Heidegger geprägt. Heidegger ist natürlich ein Thema für sich, aber Marx hätte auch nicht gewusst, was Stalin aus ihm macht, und ich glaube, Jesus hätte auch nicht gewusst, was die Kirche aus ihm macht.
Personalität ist das eigentliche Ziel dieser Debatte. Und Personalität ist Teilhabe als personales Selbstsein im Modus, und jetzt wage ich das, des liebenden sozialen Miteinanders. Da komme ich nochmal drauf zurück. Der philosophische Begriff der Liebe hat nichts mit Trappeln der Kaninchen zu tun. Es gibt ein schönes Buch von Wolf-Dietrich Schnurre, Immer mehr Meerschweinchen. Das Grauen der Eltern, wenn Kinder Meerschweinchen haben wollen, dann haben sie nachher 40. Das meine ich weniger, das werden Sie aber gleich sehen. Ich möchte kurz in einen sozialpolitischen Diskurs eintreten, wo aber Genossenschaften, zum Beispiel Wohnungsgenossenschaften, eine Rolle spielen. Ich habe eben definiert, Sozialkapital ist die Benefits, der Nutzen von vernetzten Lebenswelten. Wir finden im Pflegeversicherungsgesetz, für Sie etwas abseits, aber bedenken Sie den demografischen Wandel. Wir haben eine ungeheure Zunahme der Hochaltrigkeit, der 80, 85, 90-Jährigen, einer großen Vulnerabilität, einer Gefährdung. Es gibt unheimlich viel fitte 90-Jährige, aber ab 80, 85 haben Sie eine Prävalenz von mittelschwerer Demenz von 35%. Das ist nicht Peanuts. Was Sie knüpfen müssen um das Wohnen herum, das sind Netze. Damit Sie zum Beispiel Heimübersiedlung, wo es nicht unbedingt notwendig ist, vermeiden können. Die Menschen können zu Hause bleiben. Dann brauchen Sie aber ein Netzwerk. Das nennen wir einen Hilfemix. Das finden Sie in § 8 SGB 11, soziale Pflegeversicherung. Und das ist der Kontext, wo wir alles mischen müssen. Eine neue Kultur des Miteinanders und des Pflegens unter Einbezug der Betroffenen, der Partner, der Familie, der Eltern, der Kinder, der Verwandten, der Nachbarschaft, der Freunde, der Selbsthilfegruppen, des Ehrenamts, der Kommune, der Pflegekassen, der Krankenkassen. Eine wunderschöne Idee. Das ist die urchristlich-frühchristliche Sozialgemeinde. Als die Sozialdemokratie noch intellektuelles Niveau hatte, das war so 50er Jahre, gab es den Auerbach-Plan. Der nannte das, der soll doch eine Spaßveranstaltung sein. Ich war nie in einer Partei, aber ich komme aus einer sozialdemokratischen Tradition. Es ist so ungeheuer traurig. Sozialgemeinde nannte er es. Genau das war diese Idee. Wie greift alles ineinander, damit wir aus Selbstbestimmung teilhabend im Gemeinwesen leben? Da spielen Genossenschaften als einzelwirtschaftliche Gebilde eine Rolle, aber die ganze Gemeinde ist als Genossenschaft gedacht. Wir haben das heute in dem Workshop angesprochen, die Gemeinde kann ein einzelwirtschaftliches Gebilde sein, könnte die Region, also der Sozialraum, als Hilfe- und Rechtsgenossenschaft, so der Titel dieser Veranstaltung, definiert werden. Dazwischen schwanke ich so ein bisschen. Wie auch immer, ohne bürgerschaftliches Engagement geht es nicht. Allerdings auch nicht ohne die Ambivalenzen. Zum Ambivalenzbegriff. In der Psychologie nennen wir das die zwei Seiten einer Medaille. Jetzt kommt aber das Entscheidende, die in einem Spannungsverhältnis stehen. Bloch hat mal gesagt, nur der Dumme weiß nicht, dass alle Dinge zwei Seiten hat. Das reicht nicht. Die zwei Seiten stehen in einem Widerspruch. Sie können nur die eine Seite haben, wenn sie auch die andere haben. Das ist eher eine Tragödie. In dem vierten Band der Tübinger Vorlesung hat Schadewald Tragödie in Anlehnung an Goethe definiert, schuldlos schuldig werden. Was Sie auch machen, Sie treten immer ins Fettnäpfchen. Sie können nur das Gute machen, wenn Sie die andere Seite haben. Und dann sind Sie in der angewandten Ethik der Güterabwägung. Wer geht schon schuldlos durchs Leben? Das ist Ambivalenz. Und das spielt gleich eine Rolle. Denn wenn Sie mal die zentralen Befunde der empirischen, der sozialempirischen Forschung zur Motivik, zu den komplexen Motivlagen des bürgerschaftlichen Engagements als Teil dieser sozialraumorientierten Netzwerkbildung betrachten, haben Sie eine Fülle von schillernden Bausteinen. Erstens, und das muss man angesichts dieser pseudosoziologischen Forschung über Individualismus deutlich hervorgeben, alle soziologischen Datensätze, und ich kenne alle, auch die methodischen Schwächen, zeigen, dass wir keine individualistische Gesellschaft sind im Sinne Egoismus, sondern es gibt eine Fülle von sozialen Austauschrelationen. Bei allen Forschungen kommt raus, die Leute wollen Zeit geben als Investition in sozial Sinnvolles. Das Gemeinwohl steht im Vordergrund. Heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem 2 Stunden in der Woche Golf spielen kann, ja? Aber wenn man seinen eigenen Wassereimer mitbringt für die Wiese. Das ist der erste Befund. Zweitens, wenn man dann weltoffen ist, hilfebereit für den anderen, für den Mitmenschen, dann immer in Übereinstimmung mit dem Selbstinteresse.
das ist das, was manchmal das neue Ehrenamt, nicht blinde Pflicht, sondern etwas flach gesagt, die Pflicht, die Spaß macht. Daraus resultiert ein dritter Befund aus der empirischen Forschung, egal welchen Datensatz Sie nehmen, Freiwilligen-Survey oder vor allen Dingen den Alters-Survey, lieber Projektcharakter als Langzeitaufgabe. Wenn der Pfarrer kommt und sagt, bitte übernimm das Amt der nächsten 15 Jahre und Sie sagen, aber ich bin doch schon 75 und er sagt, ist egal. Das ist so. Die Leute wollen projektorientiert. Sie brauchen einen Kern. Was ist denn genau die Idee? Und es muss auch zeitlich befristet sein. Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Das hat mit Egoismus nichts zu tun. Das ist eine Mentalität, die man berücksichtigen muss. Also lieber Projektcharakter als Langzeitaufgabe. Und ja, sozial sinnvolle Tätigkeit, aber es muss auch irgendwo Spaß machen. Was ist daran schlimm? Blinder Gehorsam, haben die Väter schon gemacht, jawohl, mach es auch. Das sichert ja keine Qualität im Engagement. Der engagierte Mensch möchte auch nicht politischer Lückenfüller sein. Das hat übrigens was mit der Würde zu tun, von der ich sprach. Vielleicht sehen Sie ein bisschen schon langsam den roten Faden, meine Studierenden sehen den in der Evaluation nie, dabei ist der so dick. Ja. Sie möchten nicht instrumentalisiert werden. Sie machen es ja freiwillig. Freiwillig. Welcher Daimon treibt ein? Im vorchristlichen, homerischen Zeitalter gab es auch noch einen guten Daimon. Ja, welcher Daimon treibt ein? Ja, alles böse Geister. Wir müssen das psychodynamisch natürlich nüchtern sehen. Es gibt natürlich anerkennungssüchtige, neurotische Menschen, die machen Gutes, aber sie machen es, weil sie als Kinder nicht geliebt waren und jetzt die Anerkennung brauchen. Es gibt so männliche, 35 Jahre tätige Vorstandsvorsitzende eines Vereins, die möchten wie so ein russischer General aussehen. Eine Ordensstreife nach der anderen. Links Lametta, rechts Lametta und der Bauch wird immer fetter. Aber man muss es menschlich sehen. Natürlich, die soziale Anerkennung aus der Psychoanalyse betrachtet, ist ein tiefes Bedürfnis. Der Mensch braucht, er will doch geliebt werden. Das muss man einkalkulieren. Das Problem ist die Balancesteuerung. Wie kriegt man den alten Vorstand endlich mal ersetzt durch junge Leute, ohne sie sozial zu ermorden? Generationenwechsel, das ist ein richtiges Problem. Nicht zu früh, nicht zu spät. Aber wenn das Anerkennungsbedürfnis im sozialen Engagement neurotisch ist, haben Sie ein echtes Problem. Und dann die Monetarisierung. Es geht jetzt nicht um die Aufwandsentschädigung nach einkommensteuerrechtlichen Regelungen in der Steuerfreigemeinnützigkeit und. Das wissen wir seit den Titmus-Studien über Blood Transfusion in England. Aufwandsentschädigung ja. Sie können doch nicht erwarten, dass Hartz-IV-Empfänger, das habe ich in eigenen Projekten in der Lausitz, noch ihr Benzin selbst bezahlen. Ja? Aber echte Monetarisierung heißt, sie zerstören das bürgerschaftliche Engagement und machen Niedriglohnjobs raus. Und eigentlich wissen wir aus der Verhaltensforschung, das ist kontraproduktiv. Auch hier Balance. Ja, schwieriges Thema. Was ich eben angesprochen habe, so ein bisschen böse als Neurotisierung, bürgerschaftliches Engagement als Teil dieser sozialraumorientierten Netzwerkbildung hängt am Selbstsinn. Das sind Orte der Rollenidentität. In der Entwicklungspsychologie bei Eric Erickson nennen wir das Generativität. Generativität ist eine Rolle spielen im intergenerationellen Verhältnis. Also nicht unbedingt die sexuelle Reproduktion, auch das ist schöpferisch. Nein, der alte Mensch. Wir wissen aus vielen hochaltrigen Studien, und das hohe Alter ist ja noch sehr engagiert zum großen Teil, die Angst vor dem sozialen Tod. In der Ethnologie nennen wir einen sozialen Tod den Zustand der Rollenentzugszuschreibung, dass sie keine Rolle mehr spielen. Du wirst nicht mehr gefragt, du spielst keine Rolle. Das ist ein sozialer Tod. Sie sind bedeutungslos, sie haben keine Relevanz mehr. Die Netzwerkbildung im kommunalen Raum bietet Menschen die Möglichkeit, bis ins hohe Alter, aber auch die Jüngeren, ich meine das am ganzen Lebenszyklus, eine Rolle zu spielen. Weil nur in der Rolle können wir uns frei entfalten. Wo sonst? Es gibt ärgerliche Rollen, hat Dahrendorf gesagt. Ja, aber bei Plessner und bei Simmel, wo sonst als in Rollen können wir uns personalisieren? Nur durch Übernahme von Aufgaben können wir ja erfolgreich altern.
Und gerade die selbstorganisierten, selbstverwalteten Gebilde, und da sind wir in der Genossenschaftlichkeit, bieten ja Möglichkeiten, einerseits Gemeinwohl zu produzieren und auf der anderen Seite sich selbst zu verwirklichen. Also es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Genossenschaft. Ja, aber ich fokussiere ja darauf. Was auch deutlich wird, es gibt natürlich Gender-Effekte. Ne? Männer sind die Sozialmanager, die kümmern sich um die sozialrechtlichen Dinge und die Frauen machen die Körperpflege. Das sind all die Debatten, die wir kennen sicherlich. Und was ich eben schon angesprochen habe, charakterneurotische Verstiegenheit, der Begriff der Verstiegenheit aus der Psychiatrie von Binswanger ist so wunderschön, weil wenn sie bildlich so verstiegen, der hebt immer weiter ab. Und dann ist er oben in den Wolken, wo nur noch die Geier wissen, was gemeint ist. Das ist diese Entfremdung von der alltäglichen Verwurzelung. Das sind so diese sich selbst isolierenden Vereinseitigungen des Charakters. Es fehlt die Balance. Zurück zum Netzwerkgedanken. Ich hatte gesagt, die Gabebereitschaft ist eine Signatur, eine Handschrift der Weltoffenheit. Ich sage auch so körperlich, sie sind einfach offen, nicht naiv. Also wenn man kann auch mal zurückgehen, ne? Nicht naiv, aber die Offenheit. Zweitens in der Umkehrung, weil Gabe und Gegengabe ist ein wechselseitiges Prinzip, Mutualität und Reziprozität hatte ich genannt, auch nehmen können. Das ist diese Einwilligung in Abhängigkeit. Es ist eine souveräne Leistung des Eingebildeten, also des arroganten Subjekts. Ich brauche Hilfe, ich war ein Leben lang Chef. Ja, bind mir mal die Schnürsenkel zu, ich kann mich nicht mehr bücken. In der Psychoanalyse nennt man das ein Kastrationserlebnis, ein narzisstisches. Ja, das müssen wir akzeptieren. Und diese Fähigkeit, geben zu können, sich zu öffnen, auf der anderen Seite auch nehmen zu können, das ist die Grammatik des Lebens. Wer kennt noch die komplexe Formel der der Photosynthese? Das ist Gabemechanismus, ein Austausch. Wir atmen etwas aus, wo die Pflanzen Gall drauf sind, es aufnehmen und uns wieder Sauerstoff geben. Das ist ein Kreislauf, der Leben ermöglicht. So ist das gemeint, auch im kulturellen Zusammenleben. Übrigens paradox, das zeigen Studien aus dem sozioökonomischen Panel und auch aus dem Alterssurvey, freie Zeit ist nicht die Hauptdeterminante des Engagements, sondern die Vita Activa, da habe ich bei Hannah Arendt geklaut, ist eher, was wir so nennen, eine Kumulationsform. Die, die am meisten schon im Beruf machen, die in der Familie was tun, die tun auch noch Ehrenamt. Völlig verrückt, eigentlich gefährlich. Normalerweise sind wir im Burnout-Forschungsbereich. Ist aber so. Der Eintritt in Rentenalter zum Beispiel führt nicht dazu, dass sie automatisch das bürgerschaftliche Engagement macht. Wir beobachten eher, wer vorher schon gelernt hat, nicht nur erwerbsarbeitszentriert zu leben, sondern ein Familienleben hat und einen öffentlichen Raum erlebt hat, der wird das dann fortführen. Das ist wichtig, weil nur durch Freisetzung von Menschen, nachberuflich oder durch Arbeitslosigkeit, können sie nicht erwarten, dass sie dann alle bürgerschaftliches Engagement macht. Liegt auch daran, sie müssen bürgerschaftliches Engagement gelernt haben. Sie müssen eben Kompetenzen entwickelt haben. Und das lernt man, wenn man im Beruf bestimmte Rolle spielt, wenn man in Familie eine bestimmte Rolle spielt und vorher schon im Sportverein und an sonstigen Vereinswesen unterwegs war. So, bevor ich weitergehe, das Ganze nochmal, auch wenn es unangenehm ist, ein bisschen psychoanalytisch, psychodynamisch. Das Ganze fällt nicht vom Himmel. Diese Grammatik des Lebens als Geben und Nehmen muss erlernt worden sein. Und die Forschungseinsichten sind relativ trivial. Empathie nennt man die Fähigkeit, sich in die Rolle des anderen zu versetzen, der zum Beispiel durch mein Verhalten betroffen ist. Das können wir. Neurophysiologisch geht das auf die komplexen Spiegelneuronen zurück, die wir aktivieren können. Die können aber deaktiviert bleiben. Wenn Sie nach der Geburt, vielleicht die Mozart-Musik schon pränatal, weiß ich nicht, so esoterisch bin ich nicht, aber ab der Geburt, wenn Sie in den formativen, frühkindlichen Jahren nicht anfangen, geliebt zu werden, und zwar unbrüchig, ohne Ambivalenz, eindeutig, dann sind sie selbst später nicht liebesfähig. Wenn sie nicht Bindungserfahrung, unbrüchige Art machen, sind sie später nicht bindungsfähig. Eine Schlüsselfrage für das Gelingen der Gesellschaft. Können sie führen? Können sie teilen? Können sie Umverteilung akzeptieren? Können sie relativ dauerhaft Partnerschaften eingehen? Ich sag mal relativ. Wenn sie 90 werden, sagen wir mal mit 17 die erste Liebe bis zum Schluss führen, das ist schon fast göttlich. Ja. Dauerhaft. Einlassen auf das Abenteuer
mit hoher Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Das nennt Tillich Mut zum Sein. Oder um den Katholen zurecht zu werden, Peter Wust, ein genialer Existenzialtheologe in Münster, das Wagnis des Lebens anzunehmen. Das müssen Sie erlernt haben. Kohärente Bindungserfahrung, das führt wiederum in der Terminologie von Eric Erickson, auch Adorno hat die benutzt, Ihre Urangst, mit der Sie evolutionär ausgestattet sind, zu kompensieren mit der Aktualisierung von Urvertrauen. Dann sind Sie fähig zu dieser Grammatik, von der ich sprach. Urangst ist ungeheuer wichtig. Angst ist eine evolutorische Selbstbehauptungstechnik. Wenn Sie keine Angst haben, dann gehen Sie hier über die B9. Mir passiert schon nichts. Kabusch. Natürlich müssen Sie Angst haben. Angst darf nicht phobisch werden, nicht neurotisch. Wenn Ihr Urvertrauen aktualisiert worden ist, dann kriegen Sie die Balance. Und dann funktioniert auch Genossenschaft. Letztendlich ist es ein seelisches Bipolaritätsmanagement, deswegen haben wir heute oft über Kant gesprochen, zwischen Geselligkeit und Ungeselligkeit, das Optimum zwischen Nähe und Distanz. Also wenn Menschen nicht gelernt haben, dass sie mal akzeptieren, sie sind aus dem Muttermund raus, ja, und freigelassen, diese übertriebene symbiotische Regression, dann haben sie ein Problem. Wenn sie allerdings neurotisch distanzbedürftig sind und nie offen auf die Mitmenschen zugehen, dann kriegen sie auch kein kooperatives Verhalten hin. Geben und Nehmen, Verschlossenheit und Offenheit, Identität und Alterität, da sind wir im Asylproblem. Ja. Natürlich importieren sie eine sehr hohe Kriminalität, die ist übrigens nur genauso hoch wie die Kriminalität im vergleichbaren sozialen Milieu Deutschlands. Ja. Aber wer sagt denn, dass da liebe Menschen alle zu uns kommen? Wäre auch umgekehrt der Fall. Letztendlich funktioniert Genossenschaftlichkeit in der Gemeinde nur, wenn die Menschen im Durchschnitt dieses Kompetenzprofil haben. Das sind keine Götter. Das sind ausbalancierte Individuen, die aber halbwegs das Problem hinkriegen. Ernst Bloch, der große messianische, jüdisch geprägte, humanistische Marxist, hat das ja immer als eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Ich habe das auch heute, die im Workshop waren, ich habe denen ja gesagt, ich erzähle heute Abend das Gleiche nochmal. In den Tübinger Vorlesungen, auch in dann seinem Hauptwerk Prinzip Hoffnung, die ersten Zeilen, die fangen so ungefähr an. Ich bin, aber ich muss erst noch werden, was ich bin. Ein Kollege aus der Statistik und Ökonometrie würde sagen, komm, jetzt werd mal logisch, ne? Also entweder bist du oder du bist nicht. 0 und 1, eine dichotome Kodierung. Das ist eine dynamische Prozessontologie. Ich bin, das ist mein Wesen. Naturrecht. Bloch hat ja auch über Naturrecht geschrieben. Aber ich muss erst werden in der Formfindung der sozialen Wirklichkeit, was in mir angelegt ist. Das ist die Entelechie bei Goethe. Die Metamorphose vom Samenkorn zur blühenden Rose. Jetzt zitiere ich nicht noch Rilke, weil seine Rosenmetapher ist sehr schwierig. Ich kann darüber erzählen, ich habe es nicht verstanden, aber ich ahne, was er meint. Es gibt nur drei, die genial sind, auch wenn man sie nicht versteht. Celan, Rilke und Hölderlin. Ich komme so langsam zum, nicht ganz, aber so langsam zum Abschluss. Das ist ein Bild, das ich in jeder Erstsemestervorlesung nutze. Sie sehen Pan, der Boxgott im Umkreis des Dionysus. Kultus, eine Epiphanie, eine Theophanie von Dionysus. Wir wissen aus der vergleichenden Ethnologie, das war ein Weiberkult, wie es 1930 noch der berühmte Wilamowitz-Möllendorf genannt hat, also eine Karnevaleske der Frauen, Auszeiten wie ein Karneval. Auch die Antike war eine männerbündische Veranstaltung der waffentragenden freien Männer. Frauen hatten bis auf ein paar Priesterfunktionen eigentlich wenig zu sagen, soweit zum sozialen Fortschritt für heute. Aber die haben ihre Auszeiten gehabt. Das ist der Hintergrund. Dann frage ich meine Studierenden, was sehen Sie da? Und dann gibt es ja ein paar intelligente Exemplare, die zeigen sofort auf und sagen, ein hybrides Gebilde. Und dann mache ich wie im Club der toten Dichter, bing, falsch, aber schön, dass du mitgespielt hast. Nee, die antike griechische Philosophie, das war nicht, das ist der Mensch. Oder hier, Ingrid. Oder andere, kriegt ihr Kinder aus dem Ei, wie Urmel aus dem Ei? Nee, ihr seid doch Säugetiere. Das ist der Mensch als Naturwesen. Halb Mensch, halb Tier, so ist das philosophiert. Mit all der Aggression Kriege zu führen, aber mit der schöpferischen Kraft
künstlerisch zu sein, zu lieben, zu gestalten. Da könnte man jetzt sehr viel zu sagen, ich will es ja nur andeuten. Was ist also der Mensch? Homo Donans ist von mir, es gibt eine neue kleine Publikation von einer Frau Metzler, eine Wirtschaftsjournalistin über Homo Donans, die Wiederentdeckung der Gabe. Das ist keine Wiederentdeckung, weil wir seit 30 Jahren erschlagen werden von der Gabeforschung, aber ist gut geschrieben, journalistisch als Einstieg. Der Homo Donans, Donation, der gabebereite Mensch, der einsteigt in das System von Geben und Nehmen. Genossenschaftswissenschaftlich, selbstorganisierte Selbsthilfe in Selbstverwaltung, Demokratieprinzip, Identitätsprinzip, Deckung des Bedarfs auf Gegenseitigkeit. Dazu sind wir fähig. Und wozu sind wir auch fähig? Homo abyssus, ein Begriff aus der theologischen Anthropologie. Abgründiger Mensch. Das ist unser Schwankungsspektrum. Personalität meint natürlich die Dominanz des Homo Donans über das Dunkle in uns. Ich erinnere an den ersten Satz von Elias Canetti, dem Nobelpreisträger für Literatur, in seinem Mammutwerk Masse und Macht. Was der Mensch nicht kennt, davor hat er Angst und er schlägt es. Jetzt erschlagen wir nicht mehr, wir vergasen nicht mehr, verwerten die Reste, aber wir grenzen ganz gut aus, wenn es sein muss. Auch das steckt im Pan-Gebilde drin. Wenn es gelingt, ist es das Gelingen der Personalität, ein Selbstsein im liebenden Modus des gelingenden sozialen Miteinanders. Deswegen muss man was zur Liebe sagen. Die Erstsemester verdrehen die Augen, wenn ich gleich in der ersten Stunde anfange, es geht um eine Philosophie der Liebe. Paul Tillich, den ich schon mehrfach zitiert habe, hat in seiner systematischen Theologie, auch in Sonderbänden, Mut zum Sein oder auch Liebe, Macht und Gerechtigkeit, rekurriert auf eine Begrifflichkeit, die er anlehnt an das Symposium von Platon. Da geht es um die Frage, was ist Liebe? Und das ist jetzt etwas alles vereinfacht und stimmt wahrscheinlich ein Fachphilosoph, würde sagen, komm, geh nach Hause und guck dir die Engländer an. Die Belgier haben sie auch einen abgewürgt, ne? Ja. Und die Schweden auch. Also. Aber so grottenschlecht wie wir war, glaube ich, noch keiner. Libido, Eros, Philia, Agape. Libido ist klar. Libidinöse Ökonomik ist ein freudscher Begriff. Ich habe schon für jeden verständlich gemacht, das Rappeln der Kaninchen. Eros ist eben nicht Eros Ramazzotti mit Tina Turner, der Rock-Oma. Es meint das Schöpferische. Eros bei Platon ist nicht Sex, sondern das Schöpferische, das Kreative. Das uns fast gottähnlich machen, so deswegen die modernisierte katholische Lehre mit Analogia Entis. Wir sind ja, wir könnten fast göttlich sein, nicht nur die Frauen. Dann Philia die Freundschaft und Agape die universale Nächstenliebe. Stellen Sie sich das wirklich als Verschachtelung vor. Damit meine ich nicht, Sie dürfen nur in der Ehe Sex machen, so. Sex ja, aber nur in, nee, so meine ich das nicht. Das ist streng philosophisch gemeint. Es würde ja reichen, wenn wir im Alltag, Libido eingeschlossen, schöpferisch Freundschaft pflegen. Nicht Agape, wir kriegen doch nicht jeden Tag die universale Nächstenliebe hin. Ich kenne so viele Nachbarn, da kriege ich einen dicken Hals, wenn ich die sehe. Das ist die Selbststeuerung der Aggression. Ja, natürlich. Aber diese schöpferische Freundschaft, ist das nicht die Grundidee der Genossenschaft? Sich selbst zu nutzen, gemeinsam sind wir stärker, aber im Modus des gelingenden Miteinanders. Die Genossenschaft so profan ist, und ich rede jetzt wirklich nicht über empirische Befunde der deutschen Kreditgenossenschaften und Wohnungsbaugenossenschaften, sondern von der Ideengeschichte her, von der Genealogie der Idee, ist doch dieser mittlere Bereich. Schöpferisch zu sein, dass das Miteinander gelingt, in Freundschaft, das kann etwas mehr sein, aber letztendlich steckt da natürlich auch Eigennutz drin. Mit diesem Schaubild, das nicht animiert ist, das wäre vielleicht etwas besser, aber der deutsche Beamte bewegt sich auch nur wie im Mikado-Spiel. Seit 10 Jahren sage ich, ich möchte das mal animieren. Aber ich kann Sie ganz kurz durchführen, es ist sehr strukturalistisch gedacht, binär kodiert. Sie haben einen Innenraum, Sie haben einen Außenraum und das korreliert mit einer normativen Diskursebene. Das Innere ist das Reine. Die Gemeinde funktioniert prima.
ist ein Ort der Nähe und Distanz. Die Begriffe tauchen wieder auf aus der Psychodynamik. Dort ist die Sorgegemeinschaft. Auch in Ihrem Programm gibt es in Bezug auf den 7. Altenbericht lokale sorgende Gemeinschaften. Hilfemix nannte ich das. Ist ein Ort der Liebe, der Gabe. Alles relativ prima. So, und dann kommt das Außen, das Unreine. Das ist Elias Canetti. Lassen wir sie rein, sagen wir in Köln? Oder lassen wir sie draußen, innen, außen? Das Gute, das Böse, das Schöne, das Hässliche. Die Fremdheit, die Alterität des Homopathiens, ein Begriff aus der Medizingeschichte, des leidenden Menschen. Das meine ich jetzt bitte hier die Presse korrekt zitieren, politisch korrekt. Der Krüppel, der Bekloppte, der Aussätzige, der Alte, überhaupt das Dämonische. Im Alten Testament haben sie eine Stelle, da heißt es, links und rechts am Türpfosten sind Amulette angebracht, um die bösen Geister draußen zu halten. Was der Mensch nicht kennt, davor hat er Angst. Was macht man dann? Fragezeichen. Der Mittelraum ist das, was wir aus der Sozialanthropologie bei Van Gemmet oder Victor Turner den liminalen Raum nennen, Limes, ne, der Grenzwall. Das ist der Übergangsraum. Hier geht es um den Übergang. Bauen wir Brücken. Also das ist linksrheinisch, das ist rechtsrheinisch. Ne? So in dem Gefälle der Intelligenzkoeffizienten gedacht. Die wohnen auf den Bäumen und die in ihren Häuschen. Lassen wir sie rein. Inklusion. Deinstitutionalisierung. Raus aus den Anstalten. Rein ins normale Leben, sozialraumorientiert. In meinen eigenen Forschungen, in qualitativen Interviews, die Bekloppten sollen hier nicht rumlaufen. Warum eigentlich nicht? Wenn man weiß, wo man sie abends hinbringt. Meine Kinder sollen nicht mit dem Mongo spielen. Ja, im Turbokapitalismus, Kampf um die besten Köpfe, ist die Bildungsinvestitionswut der Eltern extrem, bloß keine Leistungsnivellierung in gemischten Gruppen oder so etwas. Ist ja alles irgendwo zu verstehen, aber ich will ja nur das Grundproblem herausstellen. Zwei affektpsychologische Konstrukte spielen eine Rolle, Ekel und Angst. Wovor ich Angst habe, lass die bösen Leute raus. Oder die Ekel. Können Sie sich das vorstellen, dass Forschungen zeigen, dass Menschen vor Körperbehinderten Hygieneangst haben, Ansteckungsangst? Ja, aber so ist der Mensch seit der Steinzeit gestreckt. Wir sind, wie hat Latour gesagt, das meint er ganz anders, aber der Titel ist so schön, wir sind nie modern gewesen. Da steckt so viel Archaisches drin. Ja. Die Unfähigkeit, sich optimal zu öffnen zwischen Nähe und Distanz, zwischen Weltoffenheit und Verschlossenheit, Ekel und Angst. Ekel ist eine ungeheuer evolutionspsychologisch gesehen wichtige Haltung. Sie hilft zur Selbstbehauptung. Sie sagen bei jedem kleinen Kind, Papa, oder wollen Sie wirklich, dass das Kind die Hundekacke frisst? Also so viel verstehen wir von Bakteriologie seit Robert Koch. Und dann sagen wir immer, Papa. Ja. Dann kommt später noch Balla Balla dazu und dann ist der Sprachraum Reichtum vollendet. Ekel ist nicht das Problem. Die Frage ist, wovor ekeln wir uns und in welchem Ausmaß? Mein Kleiner, 6 Jahre alt, der nimmt ihn Kellerasseln in die Hand. Davor habe ich mich immer furchtbar geekelt. Sieht er eine Spinne, hängt er wie so, Entschuldigung, genderneutral, wie so ein paar Mädels oben in der Ecke. Wovor wir uns ekeln, ist kulturell bestimmt. Aber Ekel ist eine ganz wichtige DNA-Einrichtung bei uns. Wie gehen wir damit um? Und Angst ist das Gleiche. Ich bringe das immer ganz gerne an der Psychoanalyse des Reisens zum Ausdruck und dann komme ich auch langsam zum Schluss. Reisen kann ja so gefährlich sein. Ne? Sie können mit dem Flieger abstürzen, Sie können von Hai gefressen werden, Ihr Auto wird platt gefahren, das schlimmste deutsche Traumata. Ihre Kreditkarte wird geklaut, Ihre Frau wird geklaut, das ist dann nicht ganz so schlimm. Sie werden dort begraben und nicht in Ihrem Dorf, auch ganz schlimm, obwohl da keiner mehr nachkräht. Dann bleiben Sie doch zu Hause. Jetzt wissen wir aus der Statistik, zu Hause bleiben ist der Ort der höchsten Sterblichkeit. Ja? Soweit zur Paradoxie der freien Entscheidung. Es geht mir um die psychoanalytische Sicht. Diese Angst darf nicht davor Halt oder nicht blockieren, dass wir am Leben teilnehmen. Von Gebsattel, das war ein katholischer Theologe, der auch amtierender Psychiater war, in dem Wengener Kreis von Binsmanger und Minkowski und so weiter, der hat das mal die Selbsteinsagung genannt. Dann bleiben Sie doch zu Hause, sagen Sie sich doch ein. Nehmen Sie nicht am Leben teil. Ich habe Peter Wust gesagt, das Leben ist ein Wagnis.
auf den Sie sich einlassen wollen, wenn Sie leben wollen. Wenn Sie sich nicht einlassen, scheitern Sie, sind nämlich gar nicht am Leben teil. Deswegen sagt Tillich, Sie brauchen Mut zum Sein, weil das Sein ist mit hoher Wahrscheinlichkeit immer ein Sein zum Scheitern. Nee, verlieben? Nee, könnte ich auf die Schnauze fallen. Ja, klar. Die einzige Alternative zum gelingenden Altern ist der frühzeitige Tod. Die einzige Art, lang zu leben, ist zu altern. Und das ist die Frage, worauf wir uns einlassen. Und die Genossenschaft, und jetzt komme ich zum Abschluss, ist eine Art, eine Form zu finden, in der wir uns gemeinsam auf die Gestaltung des Lebens einlassen, und zwar einfach, um selbst zu sein. Ich bin doch kein Kollektivist, oder wollen wir alle hier im blauen Anzug mit Mütze und roten Stern rumlaufen? Wir leben ja von der Buntheit der Differenz, ja. Aber die Differenz können wir nur leben, wenn uns gleichzeitig diese gemeinsame Partizipation in der Gestaltung unserer gemeinsamen Lebenswelt gefällt. Und da können einzelwirtschaftliche Gebilde, über die spreche ich im Augenblick gar nicht, die spielen in der kommunalen Sozialpolitik eine große Rolle. Mir geht es um die Genossenschaftseigenschaft der Gemeinde. Es ist ein Ort der Mutualität, der Reziprozität, eine Hilfe- und Rechtsgenossenschaft. Heute haben wir im Workshop diskutiert, kann Genossenschaft ein Weltprinzip sein? Kant hat darüber philosophiert, in weltbürgerlicher Absicht, die Welt eine Weltgenossenschaft. Ja, ich glaube, er meint Völkerrecht. Ein Staat, eine Polizei. Vielleicht in dem Science Fiction übrigens sehen Sie das. Das ist immer so eine Weltregierung, zumindest für die eigene Galaxie. Ne? Und dann entsteht der Ost-West-Konflikt mit der nächsten Galaxie. Das sind dann die grünen Männchen mit so langen Schnorcheln. Und ich denke, die Genossenschaftsidee ist eine Idee der Organisation des kommunalen Raumes. Auf einer Meso-Ebene, aber auch auf der Mikroebene. Und das ist nochmal ein anderer Blick. Ich glaube, Herr Wegner, so haben Sie es ja angedeutet. Das ist mal jetzt außerhalb der Praktika der Kredit- und Wohnungsgenossenschaften, aber es ist ein schöner Traum, den man auch aus wissenschaftlicher Sicht sehen muss. Wissenschaft ist auch nur Narration, wir erzählen Geschichten. Wie es ist, das nennt man dann empirische Sozialforschung, aber wie es im Lichte der Befunde auch sein könnte. Und ein bisschen hat Wissenschaft auch die Pflicht zu zeigen, wie man aus den Befunden rauskommt zu dieser Utopie des noch nicht. Das können Sie natürlich alles wunderbar nachlesen. Alle sagen mir allerdings, wenn doch meine Bücher so geschrieben seien wie meine Vorträge, dann wäre das schön, aber ich schreibe eigentlich nur für mich selbst und ich hoffe, dass das Smiley ungefähr Ihren Resonanzraum widerspiegelt. Vielen Dank.